Ihr seid wieder nach oben in die Höhle der Rattlinger. Der eine ziemlich vollgesifft mit Spinnen, Blut und Schleim. Alle so stark nach Rauch riechend, teilweise leicht angekohlt. Und werdet empfangen von, ja, oh, einem Grüppchen Rattlinge, das sich gerade daran macht, das Abendessen vorzubereiten. Es gibt Kaninchen für die Helden. Ihr kriegt natürlich den Ehrenplatz am Feuer mit Krilka zusammen. Und diesmal lassen die Rattlinge auch eure Taschen in Ruhe. Das ist gut. Ja, Ah. selbstverständlich würde ich auch zu einer großen Abenteuergeschichte ansetzen, bei der mich alle dann unterstützen können, wie wir dann in dieser riesigen Höhle die gigantische Spinnenmutter umgebracht haben. Ja, erzählt, erzählt, ich übersetze für die Kleinen. Also, wir sind dann dieses Loch nach oben geklettert und das war so eng, dass wir uns nicht bewegen konnten und überall waren Spinnenweben. Und dann standen wir plötzlich in dieser riesigen, gigantischen Höhle. Und wir konnten nichts sehen, alles war dunkel. Aber zum Glück hatten wir ja Mir dabei. Möchten wir mit der Flammenherrschaft ein paar Formen im Lagerfeuer formen? So, von wegen Spinne und Netze. Ja, Geschenk, keine Probe notwendig, nein, nur unter Plaffer. Erstaunen geht durch die Rattlingsreihen, als die Flammen sich nach deinem Willen bewegen. Einige weichen zurück vor Angst, als eine Spinne aus Feuer über dem Lagerfeuer tanzt und die Kampfszene spielt. Und plötzlich waren dort überall Ranken und Jamir steckte fest. Er konnte uns nicht mehr helfen, obwohl wir schon sein magisches Licht hatten. Zum Glück konnte uns dann aber Rala helfen. Ach, wird ein bisschen rot. Aber sag mal, wolltest du Jamir rüber? Wie genau machst du das eigentlich da mit den Flammen und so? Nun, das ist ganz einfach. Ihr blickt das Feuer an und dann zwingt ihr ihm einfach euren Willen auf. Es ist wie mit kleinen Tieren oder kleinen Menschen, je nachdem, mit wem ihr redet. Ihr müsst es einfach nur wollen. Du siehst, dass Rale aufsteht, sich vors Feuer stellt und sagt: Feuer, mach, was ich will! Und es ganz böse anstarrt. Ah, okay, sie hat noch nicht gesagt, was sie will, sonst würde ich erst mit der Flammenherrschaft mal nachhelfen. Das funktioniert nicht! Nun seht ihr, die Herangehensweise ist schon gut, aber ihr müsst es auch wirklich glauben. Ihr müsst glauben, dass ihr dem Feuer befehlen könnt, was ihr wollt. Wenn ihr zweifelt, bricht alles in sich zusammen. Nochmal. Ganz angestrengtes Gesicht. Und werden so bis nach hinten gelegt, die Augen zugekniffen und dann. Mach eine große Flamme! Ah, ich lasse das Feuer mal ein wenig mehr aufflammen. Hoffentlich ohne, dass sich jemand verbrennt. Habt ihr das gesehen? Seht Mark, hast ihr? du das gesehen? Seht Schau ihr? mal! So funktioniert das dann. Naja, und während Rala sich dann darum kümmerte, dass Jamir nicht von den Ringpflanzen da eingewoben worden ist, haben Nasaug und ich uns um die Spinne gekümmert. Ich habe sie runtergeschlagen und Nasaug hat ihr den Rechtsrest gegeben. Ja, ein Raunen geht durch die Rattlinger. Ja, einige rücken ein bisschen näher an Nasaug ran, klopfen auf den Rücken. Und Ach, das war eigentlich gar nicht so schwer. Ja, ihr Unterleib war frei und ich konnte einfach zuschlagen. Spinnen hatten sich viele von uns geholt. Viele. Deshalb wir den Tunnel zugemacht. Das war sehr weise von euch. Ja, aber warum Interesse an Spinne im Tunnel?
Nicht an der Spinne selber, sondern an dem Gang. Wir suchen etwas. Etwas, was bei den schwarzen Steinen liegen soll. Ihr sucht Zwergenwerk im Tunnel. Zwergen graben Tunnel, machen Tunnel hübsch. So empfand ich den gar nicht. Guck mal auf die anderen. Ich meine, David, das ist ein tausende Jahre alter Tunnel ist, war ja doch schon recht ansprechend, findet ihr nicht? Es gibt da wesentlich Schlimmere. Immerhin ist er nach all den Jahren nicht zusammengestürzt. Gutes Handwerk, würde ich sagen. Ich hörte, euer Volk kann sowas. Ich guck mal zu Bodo rüber. Meine Ja, Leute, die können sowas. also es gibt sehr, sehr talentierte Felsformer unter den Steinmetzen, die Kraft ihrer Magie und des Willens, wie der gute Jamir, dem Fels befehlen können, Formen anzunehmen, wie sie wollen. Ich selbst vermag so etwas leider nicht. Also was Ähnliches kann ich auch, glaube ich. Oh, beeindruckend. Ja, wo habt ihr das gelernt? Nirgendwo. Ich kann es einfach mit dem Kopf kratzen. Aber wie könnt ihr denn einfach? Ja, ich konzentriere mich ganz stark in meinem Kopf und dann passiert das einfach. Ich kann zum Beispiel Felsen machen, die gar nicht da sind und sie durch die Gegend werfen. Dann lasst doch mal euren Worten Taten folgen. Lasst sehen, was ihr könnt. So, ich stehe mal auf und versuche das jetzt mal. Schon ziemlich beeindruckend. Ich begegne einigen, die so etwas können, Magie wirken. Ich habe so etwas leider nie gelernt. Nun, der Funke der Zauberei ist ja jedem von uns inhärent. Ihr müsst nur wissen, sie zu formen. Habe ich da einen Modifikator drauf, wenn ich das jetzt mache, oder eine Schwierigkeit? Weil hier steht ja Verteidigung des Zauberers, aber ich will ja einfach nur so den durch die Ja, Gegend wir werfen behandeln oder das auf auch jemanden. unter Fluff ab, ohne Probe. Okay. Ihr habt ja eh noch einen Ruf an, was weitergeht oder so. Beschreibt, was passiert. Jo, ihr seht, wie Brille anscheinend in die Luft fasst und ihre Hände so ein bisschen aneinander macht und dann, ja, wie aus dem Nichts einen kleinen, immer größer werdenden Felsbrocken erschafft und mit einem, ja, lauten Knurren den durch die Gegend schmeißt. Hoffentlich so, dass ihn niemand trifft, aber bei Rala weiß man nie so genau. Die Rattlinge kreischen zum Teil auf. Rilka lässt das eher kalt. Ihr leicht verbrannt. Komm her, komm her. Ich schau mir an, ich schau mir an. Gerne, gerne. Hier diese nackte Stelle auf meiner rechten Schulter schmerzt besonders. Die alte Rattlingsfrau holt aus einem Beutel noch Holzschale raus, da ein paar Kräuter rein, zerstößt die und fängt an, um relativ simple Vorgänge ein doch recht mystisches Brimborium zu machen. Der Stamm guckt beeindruckt jetzt nicht mehr auf Rala, sondern auf Grilka, die dir einen Verband, einen Kräuteraufschlag gegen die Brandwunde macht. Ich danke euch, das sollte helfen. Du Spinne erschlagen, du verdient. Und was ihr heute geleistet, guckt in Richtung einer Gruppe Rattlinge, die zum Boden schauen und in andere Richtungen gucken und plötzlich wichtige Dinge zu tun haben. Sie haben Hasen gefangen oder dabei geholfen. Ach, zu wenig, zu mickrig. Faules Rudel, wenn ich nicht ständig schimpfe, die machen gar nichts. Aber ob Schimpfen da besser, naja, besser bei ist? Ich meine, wenn Varg schimpft, dann habe ich auch keine Lust, ihm zu helfen.
Vielleicht habt ihr Kuba zu sagen. Wenn ich nicht schimpfe, sie vergessen. Also gut, ich denke, wir werden... wissen wir, wie spät es draußen ist? Ist noch Licht draußen? Nee, es ist schon dunkel draußen. Ihr habt den Großteil des Tages im Tunnel verbracht. Also gut, dann werden wir morgen früh gestärkt wieder aufbrechen und nach unten aufbrechen. So werden wir es handhaben. Ihr gerne übernachten dürft. Ihr seid Gäste. Ihr habt Spinnen erschlagen. Sollten wir uns vielleicht überlegen, wenn wir das nächste Mal gucken, etwas für unsere Nase zu besorgen? Meine brennt immer noch. Reibt sich mal die Nase. Nun, da gibt es bestimmt das ein oder andere, was man sich in die Nase stecken könnte, um den Geruch ein wenig abzumildern. An was habt ihr da genau gedacht? Ich müsste noch einmal mich umschauen, was hier denn so wächst. Aber eine Ansammlung an wohlriechenden Kräutern sollte sich in fast überall zusammenstellen lassen. Nun, eure Fähigkeiten werden euch sicherlich nicht daran hindern, in tiefschwarzer Nacht da draußen nach Kräutern zu suchen, oder? Wäre doch reichlich unangenehm, in der Schwärze draußen herumzuwurzeln. Man weiß ja nie, was im nächsten Busch lauern könnte. Ja, viele Wölfe hier in Gegend, aber trauen sich nicht an mein Rudel ran. Mein Rudel größer als da vorstehe. Ich habe doch die Aufzeichnung der Frau Tinkerbach. Tinkerbach? Du hast in Bodos Kladde die Reiseberichte, zumindest die älteren Reiseberichte von Finna Trinkelbach. Trinkelbach, so. Irgendwie zur Pflanzenwelt unter der Erde lässt die sich nicht aus, oder? Nein, die hat größeres Interesse als an den Steinen und nicht an den Pflanzen. Okay. Und wenn ihr unbedingt wollt, kann ich natürlich morgen früh mich noch einmal umsehen, aber das würde uns einige Stunden zurückwerfen. Nun, ihr könnt ja die letzte Wache übernehmen. Falls das Rudel Wölfe, von denen gesprochen wurde, doch nicht so friedlich ist und doch nicht so viel Angst hat. Ich für meinen Teil würde die erste übernehmen. Ja, ihr teilt Wachen ein und verbringt die Nacht in der Rattlingshöhle. Passiert auch nicht wirklich viel. Ihr seht immer mal wieder, dass Rattlinge sich streiten. Scheinen auch vergessen zu haben, dass ihr da seid. Und wow, der nächste Morgen kommt und ihr dürft alle eine Ruhephase einlegen. Dann drücken wir jetzt einfach auf Ruhepause, ja? Ja. Nasauk, die Dame hat dich mit einem Verband behandelt. Du darfst dir 2 weitere Lebenspunkte als Bonus gut schreiben für deine Ruhephase. Lass einfach mal sämtliche kanalisierten Zauber fallen, denn ich habe den Überblick verloren. Ja, das solltet ihr tun. Die gehen ja, wenn ihr schlaft, automatisch aus. Kannst ja als Frühstücksmagie nächsten Morgen wieder anschalten, das was du brauchst. Werde ich nämlich auch machen. Ich weiß ja nicht, was ich brauche. Ich wusste aus dem Licht gar nicht mehr, was ich noch an hatte. Also, ich brauche wieder meine Rüstung und, ja. Oh, ich habe noch einen Punkt Schaden. Na, egal. Ihr macht das ganz in Ruhe. Wir haben es nicht eilig. Lässt es sich des Morgens noch eine Tour nach draußen unternehmen oder drängt Bodo auf die Weiterreise? Nö, der drängt jetzt nicht. Wenn du sagst, du möchtest nochmal raus und Kräuter suchen, dann mach das. Das dauert halt 3 Stunden. Gut, dann gehe ich und suche ein paar Kräuterchen. Wenn du es gestattest, würde Rada dich auch begleiten mit ihrem Bär zusammen. Kein Problem. Um auf dich aufzupassen. Sehr viel besser, Scuffy. Vielen Dank dafür. Ist besser? Ja. Mhm. Ja, okay. Wenn ihr Kräuter suchen wollt, dann darf
Gaffi, Rala gerne unterstützen mit Naturkunde. Und Jamir, du müsstest mir sagen, wonach du suchst, damit ich ein SG festlegen kann. Richtig, zum einen suche ich einfach nach ein paar sehr aromatischen Kräuterchen, die man sich im Falle einer übelriechenden Umgebung einfach in die Nase drehen kann. Ich nehme an, das wird nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen. Das findest du tatsächlich bei deiner Suche nach Heilkräutern nebenbei. Und ansonsten möchte ich nach Zutaten für Heiltränke suchen. Einen Heiltrank, Qualität 2, sagen wir mal. Das wären dann gegen die 24, oder? Doppelte Qualität. Ich glaube, es ist beim Suchen nur einfacher. Warte Okay, kurz. beim Braun war es irgendwas mit Doppelter. Dann Richtig, ja. 22 und von der Rala gegen die 17. Welches Talent nochmal? Naturkunde bei Ah, dir. Naturkunde. 22, ich brauche 2 Fortschrittspunkte. Das ist sogar ein Triumph. Ja. Juhu! Möchtest du es episch beschreiben, was du da findest an Kräutern? Ich kenne mich leider in der Flora und Fauna in Splittermond noch nicht so gut aus, als dass ich es jetzt. Ein episches Gänseblümchen. Ein episches Gänseblümchen, genau. Ja. Nein, also, du bist gerade dabei, dich durch Buschwerk vorzuarbeiten, schreckst gerade auch ein kleines Kaninchen auf, das panisch vor dir flieht, als dein Blick auf eine kleine Lichtung fällt, die von der Sonne früh schon angestrahlt wird, auf der ein Kreis wächst, ein Kreis von Blumen. Und am Rand davon siehst du sowohl etwas Drachenfarn wachsen, als auch ein paar Steinlinge. Ein recht schmackhafter Pilz. Der Drachenfarn weißt du zumindest, ja, er stärkt und heilt. Der Süd davon. Ja, mir schau mal, ich glaube, das da hinten, das habe ich schon mal gesehen. Wo habe ich das schon mal gesehen? Ah! Ja, doch. Das ist Drachenfarn. Kennst du das? Wir haben hier kratzte gerade mit einem Messerchen von und ich an der Baumrinde lang, relativ erfolglos. Schnellt jetzt herum. Ey, was sagt ihr, Drachenfarn? Ja, das da. Schau. Oh, in der Tat, da habt ihr aber ein gutes Auge gehabt. Ich wäre da tatsächlich dran vorbeigelaufen. Kurz ein stolzer Blick zu dir. Ja, ich hab sowas schon öfter gesehen. Aber was? Hier, die kann man auch essen. Dann würde ich meinen Steinling ausreißen und ihm einfach in den Mund stoppen. Haltet ihr es wirklich für klug, Pilze zu... Der Satz bricht dann ab, nachdem sie schon am Kauen ist. Ach, ist nicht so die wichtig. Die sind total lecker. Probier mal. Wenn du nicht ausweichst, stopft man es dir mit der großen Pranke einfach in den Mund. So, ich kau dann ganz, ganz zaghaft und hoffe einfach mal, dass mich morgen nicht der flinke Diefer erhält. Lecker, oder? Wir sind ganz... Da, Bari, guck mal. Und Bari bekommt dann auch ein paar Pilze. Ja. Weißt du, wenn man in der Wildnis aufwächst, dann muss man lernen, die Pilze zu unterscheiden, sonst kriegt man ziemlich schlimme Bauchschmerzen. Bitte, mein Vater hatte immer ein ganz hervorragend illustriertes Buch über Pilze. Ich habe es nie gelesen. Aber ein was? Ein Buch mit Zeichnungen von verschiedenen Pilzen. Wieso zeichnet man denn Pilze? Die muss man doch essen. Und damit man sie hinterher wieder erkennen kann. Man kann die doch einfach angucken. Deswegen sind sie ja dann gezeichnet. Ah. Schulterzucken und noch mehr Pilze machen. Ja, ihr könnt dort groß abernten. Die Exemplare von Drachenfarn, die Rala dort entdeckt hat, sind besonders prächtig. Und ja, du kannst da 2 Anwendungen von, also 2 Zutaten von direkt mitnehmen. Möchtest du auch noch suchen? Ich meine, das war jetzt gerade die 22. Natürlich möchte ich auch noch suchen, wenn wir schon mal hier sind. Können wir auch noch in der Naturkunde, wo habe ich es denn? Hier. Gegen die 22. Ja, komm, das wird schon. Das wird. Das hat genug Erfolgsgrade für nochmal eine Anwendung. Ja, du findest auch ein bisschen Rotmoose
weiter hinten am Baum, ja, weiß das. Das ist ganz gut, also Grundlage für allerlei Heiltränke funktioniert und ja, steckst es auch ein. Und was machen die anderen in diesen 3 Stunden, die Jami und Rala am Wald sind? Nasauk? Nasauk wartet geduldig, wie der Jäger, der ist, auf das Zurückkommen. Lässt seine Janja manchmal raus. Und scharrt schon langsam ungeduldig mit seinen Füßen und sieht missmutig in den Morgen. Ja, Janja guckt dich gerade so ein bisschen verärgert an. Der junge Pock hat eine sehr große Freude daran, sie an den Ohren zu ziehen. Hey, lass das! Wenn er das noch 2-3 Mal macht, wird sie euch die Hand abbeißen. Du hast nicht das Gefühl, dass der nicht mal ein Jahr alte Rattling dich versteht. Weg! Ja, ein Zucken geht durch eine Gruppe und ein rattliges Weibchen holt den jungen Pock zur Seite und erntet einen bösen Blick von Grilka. Ja, ich gehe das Ganze ein bisschen diplomatischer an und würde gerne diejenigen, die gestern am Feuer keine Ausbeute gemacht haben, trainieren und dann denen so ein bisschen zeigen, also dass sie selber einmal gegen mich kämpfen können, nicht selber eher parieren und ja, so ein bisschen was beibringen, was man kann und dann nicht so sehr mit dem Zweihänder, sondern eher mit dem Kampfstab. Du merkst, die Rattlinge sind gar nicht doof und agieren in kleinen Grüppchen zusammen. Es kommen halt immer 2 von der Seite, um dich zu verwirren und einer bringt dann seinen Angriff vor. Also das funktioniert schon ganz gut bei denen, aber du schaffst es denen noch so ein paar grundlegende Tipps zur Haltung und zur Handhabung der wirklich miserablen Speere und Säbel, die wir haben, zu erklären. Ja, vor allem würde ich mir dann auch selber dann in dem Zuge eine kleine Taktik von denen abschauen. Eher unbewusst, das würde ich denen gar nicht erklären. Aber wenn ich dann selber mal vielleicht gegen Rattlinge kämpfen muss, dass ich dann für mich selbst so einen kleinen taktischen Vorteil rausziehen kann. Jetzt aktuell ist es ja alles sehr unbedarft und kein Kampf auf Leben oder Tod, aber nehmen wir an, man wird selber in den Straßen und Gassen mal angegriffen von so einer Bande, dass ich dann von vornherein weiß, wie die agieren. Das würde ich mir da gerne so ein bisschen rausziehen. Ja. Muss halt aufpassen, dass du keinen aus dem Blickfeld lässt, weil das ist so deren Taktik, ablenken und von hinten angreifen. Okay. Ah, so vergeht Zeit. Da seid ihr ja wieder. Ja. Ich habe Pilze mitgebracht. Hoffe, ihr wart erfolgreich. 3 Stunden haben wir auf euch gewartet. Guck mal, war Pilze. Ich halte dir einen Steinpilz unter die Nase. Seht doch einmal, was für hervorragende Dinge Erala alles aufgetrieben hat. Sie war eine sehr große Hilfe draußen im Wald. Nun, es scheint, ihr habt gefunden, was ihr gesucht habt. Ach, und so einen Pilz, wenn ihr einen übrig habt. Er streckte die Hand entgegen. Jo, ich würde dir auch einen geben, natürlich. Ja, der wird kurz dran geschnüffelt, aber der scheint ja gut zu sein und dann wird er verspeist. Jo, ich zeig dir auch mal einen, Geiras. Ja, betrachtet man sich, schnuppert mal dran und blickt dann so ein bisschen zu dem wohl etwas cleveren Jamir. Die sind gut, die kannst du essen. Ich hab ihm auch schon einen gegeben. Und da mich selber die Krämpfe noch nicht erheilt haben, nicke ich einfach mal unauffällig. Interessiert mich nicht, was du denkst. Ja, mir. Und dann esse ich den. Wenn Rala sagt, die sind gut, dann muss das wohl so sein. Natürlich, natürlich. Ihr könnt euch auf ihr stolzes Grinsen. Auf ihr Einschätzungsvermögen voll und ganz verlassen, schätze ich. Also, seid ihr soweit, ausgeruht, ab nach unten.
Nun, jetzt führt kein Weg dran vorbei. Ich bin gespannt, wer ist so dunkel. Bist du nicht diejenige, die sehen kann dort unten? Ich kann schon gut im Dunkeln gucken, aber ich bin lieber oben am Hellen. Ich laufe lieber über Berge als unten drunter durch. Ja, aber da kriegen wir keine Lunare. Ja, in der Tat. Ich brenne auch voller Tatendrang. Lasst uns aufbrechen. Das war ja doch ein sehr langer Tunnel. Wer weiß, wie lange wir brauchen, um zum Ende zu kommen. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr dort unten wohl finden mögen. Er sagte brennen. Jamir, ich denke, euer Licht wäre da unten wieder hilfreich. Selbstverständlich, selbstverständlich. Kannst du das so oft machen, wie du willst? Nun, ich kann es vermutlich den ganzen Tag lang tun, wenn ich es darauf anlege. Aber es ist doch sehr kräftezehrend. Nichtsdestotrotz machen wir mal ein Licht. Ups. Sekunde. Klackt dann noch zwei, dreimal den Stab gegen die Wand. Knapp misslungen ist kein negativer Erfolgsgrad. Das kostet dich keinen Punkt. Das kostet mich hier gut. Dann kommt der zurück. Moment. So. Ja, seht ihr, jetzt haben wir es ja. Ich glaube, ich konnte vorhin der Foxcard sogar noch verstärken. Garas, gehst du dann wieder vor und guckst? Das wäre zumindest sinnvoll, ja. Ich mache das ja nur, um euch zu beschützen. Bisher hat das gut geklappt. Da hat sie recht, ich bin direkt hinter euch. Kannst du denn auch gut im Dunkeln sehen? Leider nicht, aber wofür habe ich meine Janja? Also ich kann ganz gut sehen, ich kann euch sonst auch helfen vorne. Aber ich denke, wir sollten nach Bodo schauen. Bodo, schaffst du das auch? Ich meine, gestern, da warst du schon ganz schön müde, oder? Ja, aber da haben wir jetzt den ganzen Vormittag geruht. Es geht schon. Die Steigung macht mich halt so ein bisschen fertig. Das liegt nur daran, dass du so dick bist. Ich bin nicht dick. Ich bin breit gebaut. Was meine Kameradin sagen möchte, ist, dass ihr als Staatswerk doch nicht dafür gemacht seid, durch Nein, was ich sagen Berge wollte, war, dass er dick ist. Das ist doch nicht schlimm. Meine Frau mag mich so, wie ich bin. Das ist mir egal. Vor die Stirn. Ich mag euch auch so langsam, wie ihr seid. Wie jeden Tag, den wir länger brauchen, müsst ihr uns schließlich mehr bezahlen. Ich bin mir nicht sicher, was auch immer wir da unten finden, wird ein Vielfaches dessen ihm einbringen, was er uns bezahlt. Aber wurde nicht ausgemacht, dass wir was davon bekommen, wenn wir fertig sind? Ja, natürlich bekommt ihr einen Anteil der Beute. Mir ist nur wichtig, dass ich der Legende auf die Spur komme. Wenn wir erfolgreich sind, dann werde ich gerne etwas Zwergenseile mitnehmen. Das ist die richtige Einstellung und ja, Bodo klopft dir auf die Schulter, so hoch er halt kommt. An den Gürtel. Garas, warum hast du eigentlich so wenig Haare? Das, meine Liebe, ist eine Geschichte voller Feuer, Schmerzen, Leid. Ich schaue so ein bisschen unbehaglich zu Jamir. Das ist nicht das erste Mal, dass ich verbrannt worden bin. Weil ich stehe auf Gesichter mit Feuer. Warum hat man dich verbrannt? Na, das war sicherlich nichts Freiwilliges, aber wenn man kämpft gegen große, fiese Monster, dann kann das schon mal vorkommen. Und teilweise wachsen sie dann auch nicht wieder nach.